So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon! Im letzten Part sind wir in die Solarhöhle gegangen und haben aufs Maul bekommen. Und deswegen wollen wir diesen Part nochmal in die Solarhöhle gehen und bestenfalls dieses Mal nicht aufs Maul bekommen, weil wir doch gerne die Items hätten, die hier verborgen sind. So, aber wir haben jetzt ein Team, was da gut drauf vorbereitet sein sollte, denke ich mal. Und wir legen uns direkt mal dieses Ausdauerband an. Warte mal, haben unsere Partner jetzt auch die Items verloren? Offensichtlich ja. Verdammt! So, vergleichen wir doch mal Thors Werte mit denen von... Tod bringen die. 53, 42, 44, 49. Ja. Sorry, Thor. Du wirst bald überholt. Das ist so bitter. Aber ich find's toll. Das ist so mächtig. Spoink ist süß. Ja, und greif einfach an. Genau. Warum nicht? Eieiei. Die Palimpalim sind, evil. Süß, aber evil. Wir müssen definitiv diesmal vor in Acht nehmen. No, there is nothing. Und Tanhills, da müssen wir es nicht vor in Acht nehmen. Aber Kirlias, die konnte ich uns doch bestimmt anschließen, oder? Das wäre ein Traum, der wahr würde. Komm mit. Der Thor hat ja die nette Fähigkeit, dass er ausruhen. Unser Team ist, richtig lebendig. So gar nicht mechanisch. Dankeschön, Thor. Auf dich kann man sich verlassen. Das weiß ich. Also auf die anderen auch, aber das ist dann doch wieder eine Spur zu hart für die Kleinen. Hey, hast du mich an oder was? Hier ist ein Aquaknarre. Spuckt ins Gesicht und blendet. Ja, und der richtige ein Level. Komm, ohne neue Attacke direkt nochmal dazu. Ja, nee. I don't need it. Schade, dass es hier noch nicht Patronenhieb gibt. Das wäre noch eine nette Alternative. Nur um eins? Nein! Sein Werteboost ist vorbei. Okay, schade. Schade, schade, schade. Das war wahrscheinlich nur, damit es entsprechend sich den anderen Pokémon, also unseren, jetzt hier anpassen kann. Schade. Ich dachte, er boostet jetzt weiter so durch. Naja, vielleicht als Metagross dann wieder. Was bei sein soll. Jetzt können wir mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte braucht Thor? Ach, zu viel auf jeden Fall. Wenig. Sehr wenig. Das ist geil. Dim, bam, 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 bam. So. Need Ebenen. Need Items. Need VMs vor allem. Die mir neue Sachen freischalten. Bitteschön, Traumato. Was? Nö. Dich möchte ich nicht. Du wirst zu Hypno und dann machst du komische Sachen laut deinen Pokédex-Einträgen. Verdammt, ich habe eine Attacke verschwendet. Wie selten von mir. So. Nein, Tomato, nein, hau ab. Am besten fragt noch Rosana, das wäre genauso schlimm. Wobei, ich habe selber an Rosana trainiert und ich habe nichts gegen Rosana, aber einfach so, um dem Strom nachzukommen. Was für ein Strom, Alter. Elektrizität? Ja, fixieren. Dip, dip, dim, bam, bam, bam. Ist natürlich. Was ist das denn? Mondstein, schön. Ist natürlich interessant, dass wir hier so viele. So häufig direkt auf die Tür stoßen. Das ist eigentlich. Ich empfinde das schon als persönlichen Angriff und Troll gegen mich. Weil ihr erinnert euch zurück. Das lief häufig so, dass wir die Tür, ja. Eben nicht häufig gefunden haben. Und dann kommt mir jetzt sowas. Warte mal, wir können alle schweben, ne? Ach, wie angenehm. Wie angenehm, dann können wir jetzt einfach hier rüber. Hi, Natu. Auf was bin ich da getreten? Auf jeden Fall irgendwas, was nicht funktioniert. Oh, scheinbar funktioniert es jetzt auf einmal doch. Egal. Kümmere dich nicht um das Pokémon. Ja, mach's einfach kalt. Genau. Wie immer. So, und hoppala. In die Pokémon reingerannt. Das wollte ich sagen. Ja, genau das wollte ich sagen. Nein, eigentlich wollte ich das nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, eine Ebene tiefer. Wollt ihr den noch ausmerzen da? Dann, ja, bitteschön. Okay. Der Dungeon hat übrigens 20 Ebenen, wie ich mittlerweile weiß. Auf mysteriöse Art und Weise habe ich das herausgefunden. Na Mensch. Hätte ich meine mystischen Kräfte nicht. Kriegst du es hin? Das Konfusion immer so lange dauert. Oh, wie viel halten den denn aus? Bam, genau. Einfach aufschützen, so.
irgendwie verstehe ich nicht, warum Metang so wenig Schaden macht, obwohl er eigentlich so extrem hohe Werte hat. Vielleicht liegt es daran, dass seine Attacken einfach kacke sind. Also Metallklaue, was auch immer. Ich weiß, habe immer, glaube ich, noch nicht rausgefunden, wo die Stärke der Attacken steht, falls die überhaupt eine haben. Irgendwas muss da ja sein. Es geht immer tiefer in den Dungeon hinein. Oder gehen wir wieder höher? Und ich merke es wohl wieder mal nicht. Ist ja jetzt auch nicht so selten vorgekommen. Bisher. Irgendwie... bisher keine Ausbeute. Hi. Ich mag es nicht, wenn die Rosana eine Attacke überleben. Und das mag ich auch. Na egal, ich tau direkt wieder auf. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal den Blick von Rosana gesehen, wenn wir es angreifen. Also wenn es drauf geht und wir eben gegenüberstehen dabei. Und ich bin ganz froh, dass wir sie vorher noch nicht gesehen haben. So viel dann zu meiner Frage. Nee, sorry, Daniel, wir haben schon Metang. Bam. Voll auf die Mütze. Und wieder etwas tiefer. Ja, wir gehen nach unten. Oh wow, wir spawnen mal nicht in der Nähe einer Treppe. Wollte ich sagen, zum Glück habe ich nichts gesagt. Oh, er macht viel Schaden an Rosana, das ist gut. Mach's kaputt. Dankeschön. Und jetzt komm mit. Dass er sich immer abkoppeln muss. Persimband. Sogorb. Wer hat hier den Sogorb aufgehoben? Meditier. Tut mir leid, Meditier. Du musst ein Abra. Das ist interessant. Das war unnötig. Ich wollte es eigentlich selbst besiegen, weil ich es wahrscheinlich eiskalt ins Team aufgenommen, wenn es gesagt hätte, ich möchte mitkommen. Ich möchte aber auch das Meditier finden, denn ich möchte den Sogorb haben. Ich liebe den Sogorb. Der Sogorb ist da. Du bist bestimmt das Meditier mit dem Sogorb. Nein, bist du nicht. Dann bist du es auch nicht. Moment. Mach's kaputt, Tor. Ha, du bist es. Und Level up für den Todbringli. Dein Magnetismus ist stärker geworden. Ah, das, darum geht's dir. Um 1, um 2. Ja gut, nach dem ganzen Extreme Boost dürfen deine Werte auch ruhig mal etwas niedriger steigen. Wisst ihr, warum ich jetzt das so tolle finde an dem Sogorb? Dass wenn wir jetzt... Ach, ich habe schon wieder keine Attacken mehr. So, das Tolle ist einfach daran, dass wir dann gleich in der nächsten Ebene eiskalt einfach sagen können, scheiß drauf, die Treppe suchen und dann einfach die Items zu uns hinziehen. Oder sagen wir anders, das setzen wir dann ein, wenn wir nahe einer Treppe spawnen, was wir irgendwie hier immer tun. Ja, gut, näher geht's, glaube ich, nicht. Sogorb, walte deines Amtes! Das war's? Wow. Das ist ja schon fast... Mensch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Dann gehen wir tiefer. Hm. Solarhöhle, U7. Oh, es wird wieder episch. Es wird alles interessanter. Bam, und ich spuck dir erstmal meinen Dreck ins Gesicht. Dum, bum, bada, dum, bum. Hm, und schon wieder direkt die Treppe gefunden. Ha. Wobei, wie schon gesagt, der Dungeon ist ja jetzt nicht so umfangreich an sich. Wann erreichen wir eigentlich mal wieder ein Level? Oh Gott, Mimimi, hau ab! Oh, ja, so viel zu unserer Frage. Haha, mein Level ist gestiegen, meine Arme sind noch fester geworden. Aha. Das ist gut zu wissen, mein Freund. 3, 2, 2, 2. Das sind auf jeden Fall gute Werte. Vielleicht reicht jetzt auch ein Nebenschuss für die Pantimos aus. Ja, schön. Also konstant im Sinne von, ich glaube, es hat sowieso schon ausgereicht. Aber jetzt könnte es immer ausreichen. Wäre angenehm. Ja. Klatsch mich nicht ab! Also, ich mache gerne noch einen Lebensschuss. Ich zeig dir gerne meinen Lebensschuss. Ich, wie gesagt, habe kein Problem damit, Pantimos ins Gesicht zu spucken. Ist jetzt nicht so einer meiner... Naja. Es geht. Es geht. Es geht. Also zählt nicht zu dem Pokémon, wo ich sagen würde, oh yeah, einer meiner 5 Trilliarden Lieblings-Pokémon. Nein, 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 nein. Nicht Pantimos. Solarhöhle U8 im Übrigen. Schauen wir doch mal. Wie es einfach ganz... Ich mag es nicht, wenn es ganz knapp nicht ausreicht. Und ich würde jetzt ganz gerne mal endlich was finden, wofür sich dieser ganze Aufwand hier lohnt. Wenn das jetzt schon wieder umsonst war, raste ich aus, ne?
So richtig, dann renne ich auf die Straße, mach einmal kurz. Ah! Und zwar genau in der Lautstärke und komm wieder rein. So sauer würde mich das machen. Das stimmt, unser Magen, den haben wir schon ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Komm schon! Need some special shings. Mach's kaputt. Krieg das hin oder muss ich wieder helfen kommen? Muss Papa wieder aufräumen. Hallo? Geht doch. Ganz schön viel Erfahrungspunkte gebracht, obwohl ich nicht angegriffen habe. Achso, das gilt wahrscheinlich auch, wenn mein Partner die Nick-Attacken einsetzt. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Dim, 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 dim. Generell, die Hypno in der Ruine habe ich ja auch alle mit Link-Attacken besiegt. Wahrscheinlich könnte es sein. Also, falls wahrscheinlich könnte es sein. Es könnte gut sein, dass es deswegen so ist. So, und hier sind jetzt noch extrem viele Gänge offen. Was mich persönlich jetzt nicht so glücklich stimmt. Schwindelig vor Hunger. Also, so stimmt es bei mir noch nicht, aber. Irgendwie ist einer weg. Achso, unser. Ja, wollte gerade sagen. Einer hat sich selbstständig gemacht. Aber dann sei auch erfolgreich wenigstens mit dem, was du tust. Ja, danke. Darf ich jetzt mal wieder gehen? Danke. Bleib stehen. Ey, wie einfach. Ja gut, kämpfst du selbstständig. Kein Problem. Ist in Ordnung. Wenn du erfolgreich bist. Wie gesagt, oh, verwirrt. Komm, Nox aus. Mach ihm ein Ende. Brav. Tot. Alter. Du erreichst schnell Level, mein Freund. Ich darf es gerne nochmal sagen. So, gucken wir doch nochmal. Ja. Und sein nächster Level immer noch so niedrig. Also, wenn das so weitergeht, dann kriegen wir erst meine Explosionsfalle ab. Nein, das wollte ich nicht sagen. Wenn das so weitergeht, dann dauert es gar nicht so lange, bis wir einen Metagross in unserem Team willkommen heißen dürfen. Wieso treffe ich nicht? Wieso macht das so wenig Schaden? Geh aus meinem Blickfeld, Pantimos. Verschwinde einfach. Ich habe jetzt keine Attacken mehr übrig, glaube ich. Und vor allem bin ich gleich down. Aber ich bin vorbereitet. Damit hast du nicht gerechnet. Sinebäre auf Doom. Naja, wohl eher nicht auf Doom, weil sie uns gerade das Leben gerettet hat. Ist unsere Spezialverteilung gesenkt oder hat er seine irgendwie erhöht, seinen Spezialangriff irgendwie erhöht oder warum macht er so viel Schaden? Nein, wäre unsere Spezialverteilung gesenkt, würde das uns angezeigt werden. So viel dann zum Thema, der Dungeon hier ist nicht so viel großräumig, aber irgendwie diese Ebene hier war jetzt schon ein bisschen breiter. Zu viel des Guten. Wenn man so aufmerksam ist wie wir. Hi. Dim, 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 dim. Hypno auf wieder. Wow. 337, nicht 34. Oh Gott, nein, Tor. Ist was gewesen. Ich habe nichts gemerkt. Ja, pardon. Ich habe nichts gesagt. Mein Magen ist leer. Ich muss was nomsen. Riesenapfel. Danke. Hätte nämlich darauf aufmerksam gemacht, dann hätte ich das nie bemerkt. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Was zum Teufel? Nein. I don't like this. Was ist das? Kein Sogorb. Leider. Was ich gerade hoffe, dass wir nicht, er hat den AP-Prüfer doch offen nicht an. Moment. Erstmal schauen, ob er den AP-Prüfer noch an hat. Tor, hast du den AP-Prüfer an? Das war nicht das, wo ich hin wollte. Ja. Okay, dann habe ich nichts gesorgt. So, ihr müsst euch jetzt mal selber... Ah, er ist wieder bei uns, der kleine Todbringli. Todbringer Junior. Tor, warte auf uns. Ich glaube, Tor möchte nicht mit uns auf uns kämpfen. Was? Möchte nicht auf uns warten. Er möchte lieber selbstständig losrennen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Einfach so, wenn wir kennen ihn mittlerweile schon. Und wir sehen ja gerade sein Verhalten. Und das Verhalten sagt so ziemlich offensichtlich, dass er uns verarscht, weil er gerade wieder vor uns wegrennt. Weißt du was, Tor? Renn halt weg. Ist mir egal. So, hast du davon. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Mach du das mal. So, und vor den... Wenn wir dann mal wieder unten ankommen, vor den... Was zum Henker? Vor den Dingens hier, wie hieß es?
Palim Palim, müssen wir uns in Acht nehmen. Das war ein Delegator, aber wieso geht der, hat er den auf uns eingesetzt? Nicht fragen, spiel einfach das Spiel. Solarhöhle U10. Hallöchen, wertvolle TMs, VMs, sonstige Sachen, die uns in der Story weiterbringen. Wie wäre es mal, wenn ihr auftauchen würdet? Fände ich persönlich echt knorke. Dum, bum, 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 bum. Ja, da ist was für ein Schlüssel. Wahrscheinlich wieder das gleiche wie beim letzten Mal, nur irgendwie haben wir, glaube ich, diesmal keinen Schlüssel. Nein. Wir haben definitiv alles abgegrast. Also ist das auch noch Zufall, ob wir die guten Items spawnen. Na Mensch, das macht ja Laune. Schaufel dich weg, Buddycheck. Geht ins Leere. Schaufel dich weg, Buddycheck. Schön. Ich sollte Poet werden. Mehrmals. Genau wie sich Kirlia. Wo sind die ganzen Kirlia eigentlich? Die sind jetzt hier irgendwie... Das ist doch der Ort, wo die Kirlia kommen können. Aber irgendwie haben die jetzt noch keinen Bock, sich uns anzuschließen. Kriegst du es hin da oben? Danke. Bum, 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 bum. Folterknecht. Nee, VMs sehen, glaube ich, auch anders aus. Wahrscheinlich wird das, was wir in der Ruine ge... Gut, ich wollte schon sagen. Und das, was wir in der Ruine gesehen haben, eines Tages mal. Ihr werdet euch doch daran erinnern. Wahrscheinlich sind das die VM. Diese goldenen. Ja, jetzt findet man einen Schlüssel. Ihr mich auch. Naja, vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir damit aufschließen können. Wäre dann ja auch nicht so tragisch. Und noch ein Stöckchen. Hol das Stöckchen, Metagross. Was denn jetzt schon wieder? Die Attacke Schauflast versiegelt, Kirlia. Hi. Na? Du musst doch bestimmt unser Team joinen. Was hat er gemacht? Spezialfähigkeit an. Okay, joine! Nein! Wieso willst du nicht joinen? Da ist noch eins. Hi, Kirlia. Tritt bei. Tritt bei. Tritt bei. Guck mal, mein Kopfnuss gibt dir total die lieben Hiebe. Tritt bei. Du willst es? Nein, du willst es offensichtlich nicht. Aber Todbringi will Level 29 erreichen. Mein Level ist gestiegen. Dein Magnetismus ist jetzt übelst krass geworden. So. Tiefer? Also ja, tiefer haben wir schon gesehen, aber... Kirlia! Guck mal, meine Kopfnuss. Ich geb dir Hiebe. Und in Hiebe steckt Liebe. Also joine uns. Und zwar mit... Komm, ich geb dir sogar extra einen Eisstrahl. Nein, scheinbar scheint Kirlia... Na gut, also muss ja nicht sein, dass es nicht rekrutierbar ist, nur weil es jetzt gerade nicht klappt. Aber entweder es klappt nicht, weil es schon entwickelte Form ist, oder wir haben einfach nur ganz doll Pech. Ich hoffe, dass wir nur ganz doll Pech haben, weil dann haben wir immer noch eine Chance, es in unser Team zu kriegen. Wenn es nicht geht, dann ist die Chance nun mal nicht vorhanden. Wenn wir Pech haben, ist es vorhanden. Deswegen, ne, ist meine Logik und die ergibt sogar ziemlich viel Sinn. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass wir einfach noch nicht die Ebene haben für Kirlia. Das wäre natürlich doof. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Sollte ich vielleicht mal tun. Das sieht sehr böse aus. Das ist die Gift-Animation. Da oben ist doch noch ein Gang, den wir noch nicht abgegrast haben. Da oben ist auch ein Mon wieder. Metang. Kümmere dich selbst um deine eigene Rasse. Kriegst schon hin. Kriegst du es hin? Oh oh. Wow, das war knapp. Todbringi, komm mal her. Nicht wegrennen. Das ist jetzt ganz schlecht, Freund. Weißt du, er rennt nie weg. Und jetzt rennt er weg, wo es schlecht ist. Todbringi, bleib mal hier. Tor, mach mal da hinten, räum mal auf. Genau, danke. So. Schnell mal ein Elixier süffeln. Todbringi, komm her. Spiel dir nicht die prima Ballerina. Ah, noch eine Persifbeere oder so. Nö. Aber ein Persimband, ja, das bringt uns jetzt auch nichts. Komm her. Komm her. Danke. Mann. Du musst von jetzt böse werden, bevor du dich wieder einreißt. So, jetzt schnellstmöglich hier raus. Das Gift nervt dann doch ein wenig. Wobei, da oben ist noch ein Gang, den wir natürlich noch abgrasen müssen. Den können wir nicht einfach offen lassen. Mach das Bantimos weg! Ich helfe euch. Ich helfe auch euch. Ich helfe euch auch dabei, das wollte ich sagen.
So, Killia, hi! Willst du nicht unser Team joinen? Guck mal, ich gebe dir sogar meine schönste Attacke. Die Aquaknarre. Nur für dich, guck hier. Yay! Das interessiert dich nicht. Tut mir leid. Ich dachte, du magst es vielleicht. Ich mach da noch ein Lichtschild, damit ich noch mehr Attacken für ihn verschwenden muss. Pantimos, nerv nicht. So, gut, wir haben jetzt alles abgegrast. Jetzt bitte schnellstmöglich weg hier. Das Gift ist doch langsam etwas sehr nervig. Solarhöhle U12. Gut, was ist das da oben schon wieder Riesiges? Wir werden es beim nächsten Mal erfahren, Leute. Bei Pokémon Mystery Dungeon. Bis dann. Ciao.